Hallo liebe Angelfreunde, mein Name ist Lino Meyer von World Fishing Tackle und Lino Mare. Ich begrüße euch zum Trolling Fishen auf Lachs und Meerforelle auf Rügen. Wir sind gerade angekommen, fahren mit dem Rainer Westendorf raus, dem die Longliner gehört. Der Rainer macht schon mal alles klar und wollen hoffen, euch in diesem Film einige schöne Fische zeigen zu können. Würde ich mal sagen, wie es immer so schön heißt, wir werden weiterfilmen, wenn wir draußen auf der See sind und euch dann alles weitere erklären. Bis später. So, liebe Angelfreunde, es geht los. Wir verlassen den Hafen von Lohme. Wir haben heute mit dem Wind Glück. Wir haben heute eine 2 bis 3. Es ist leider ein bisschen kühl heute. Obwohl wir schon Mai haben, aber den Lachsen, denen tut das ja nichts und uns natürlich auch nicht, wenn es um eine schöne Angelei geht. So, wir werden mit neuen Routen trollen. Hier in der Ostsee sind 3 Routen pro Mann erlaubt. Und ich bitte die Angler, die hier fischen möchten, dass sie sich, bevor sie fischen, sich eine Angelkarte holen für die Ostsee. Ja, also es ist nicht erlaubt, einfach aufs Meer hier zu fahren und zu angeln. Ah, Motor springt an. Da muss ich mit seinem Fischereischein für das Bundesland Mecklenburg eine Fischereilizenz holen, um hier auf Lachs und Meerforelle zu trollen. Und wie gesagt, mit 3 Routen. Motor läuft und ich sage nochmal, ich filme weiter, wenn wir die Ruten zu Wasser lassen, die Köder. So, es geht los. Wir fangen mit den Downringer-Ruten an. Das heißt, wir werden pro Downringer 2 Ruten fischen in verschiedenen Tiefen. Die der Rainer jetzt hier vorbereitet. Wie gesagt, die Leute, die mal auf Lachs trollen möchten, die können sich gerne an mich wenden, an die Firma Lino Mare. Die Daten, die Kontaktdaten werden nachher in den Film eingespielt. Und natürlich auch mich persönlich antreffen werden. So, der Rainer hat gerade ein Vorfach hier. Es wird jetzt gerade hier ein Flächer vorgeschaltet. Und nun als Köder haben wir einen Grizzly. So, wir schleppen ca. 25 bis 30 Meter hinterm Boot in verschiedenen Tiefen, um optimale Ausbeute zu erreichen und natürlich schauen, in welcher Tiefe die Lachse stehen und rauben. Und da geht der erste Köder in die Tiefe. Und die zweite direkt hinterher. Mit dem Lachsblinker. So. Würde ich mal gleich sagen, wir filmen weiter, wenn wir dann die Scherbretter zu Wasser lassen. So, liebe Angelfreunde, da sind wir wieder. Der Rainer setzt den Zeitplaner. Oder Board, ist ja kein Planer, zu Wasser. Der dann, jeweils 2 Stück werden gefischt, der dann nach links und rechts vom Boot ausschwenkt, wo dann die Ruten eingehängt werden an Klipsen. So, wie hier gesehen, wir haben jetzt hier 4 Downringer-Ruten, schon im Wasser. So, das Board schert jetzt seitwärts zum Boot aus, wo dann weitere 3 Ruten
befestigt werden. Wie gesagt, an Klipsen, wenn der Lachs beißt, dass die Klipse sich dann auslösen. Was wir hoffentlich heute im Laufe des Tages hoffentlich erleben werden. So, hier haben wir den Peter, ein ständiger Begleiter von mir. Peter fischt für das Team Mona Stock und Lino Mare. Und ist natürlich bei einer schönen Angelei wie immer dabei. Und ist schon heiß auf die Lachse. So, die Sonne kommt jetzt auch mal ein bisschen raus, als es ein bisschen wärmer wird. So, es geht eine weite Route zu Wasser. Wir haben dort einen Blinker. Ja, einen Lachsblinker. Wir haben ein Fluorcarbon-Vorfach, beim 60er dran geknüpft ist. Wenn jetzt der Rainer zu Wasser lässt. 20 Meter raus. Ja, 20 Meter. Rainer, von den Schleppentfernungen, ist das immer unterschiedlich oder habt ihr da. Das macht jeder anders. Also ich mache es meistens so Pi mal Schnauze. Also einige machen mit Zielwerk, dann ist ich auch eine Zielwerkrolle. Macht sie natürlich super. Aber ich bin das eigentlich ohne Zielwerk gewohnt und mach das immer. Ja. Erfahrung. So, eine Hauptschnüre. Ich habe gesehen, also ich fisch persönlich eine 0,45er als Hauptschnur mit einem 60er Vorfach, wie gesagt. Wie siehst du das? Wie angelst du? Aber auch 45er Hauptschnur und dann Vorfach 60. Kann auch, wenn er eine Oberfläche ein bisschen vorsichtig ist, dann kann man auch innere Vorfläche nehmen. Ja. Aber man kann ja mit großen Fischen rechnen, also dick schon gut. Ja. Aber ich habe gesehen, du fischst sehr viel Lachsblinker. Ja. Wie sind deine Prognosen von den Ködern her? Ich persönlich fische auch gerne mal einen Wobbler. Wobbler geht auch, aber ich mache das viel mit diesen Löffeln und in der kälteren Jahreszeit, wo man langsamer fahren muss, da fische ich auch viel mit Köderfischsystemen. Da gibt es ja verschiedene Anchovy oder Salza oder was es da gibt. Ja. Natürlich auch. Aber jetzt fahren wir meist ein bisschen schneller und das sind die Erfolge auch nicht besser mit Köderfischen. Das ist meine Meinung. Ja. Gut, wie gesagt, jeder Skipper, jeder Captain, jeder Angler hat seine eigenen Methoden. Der Rainer ist sehr, sehr erfolgreich hier auf Rügen, was die Lachsfänge angeht. Von daher vertrauen wir ihm da voll und ganz und natürlich seine Erfahrung. Ja, wie gesagt, der Rainer ist auch ein begeisterter Big Game Angler, der auch in Kroatien auf Thunfisch fischt und mit mir auch auf den Kap Verden zusammen war, wo wir sehr schöne Marlinge gefangen haben, wie ihr in meinen Videos gesehen habt. Ja gut, genug erzählt, wir sind heiß, wir wollen Fisch, die Rute kommt im Ständer rein und jetzt müssen nur noch die Fische beißen. Hallo liebe Angelfreunde, wir sind rausgefahren, wir sind in der schönen Ostsee vor Rügen und Tholen hier. Wir haben das Fanggebiet erreicht und sind wie gesagt beim Rainer Westendorf hier an Bord. Und Rainer werden wir natürlich ein bisschen ausquetschen und fragen, wie die Saison bis jetzt gelaufen ist. Rainer, erzähl mal, wie war bisher die Saison? Also, die Saison war sehr durchwachsen, muss ich sagen. Es waren einige Schneidertage bei, aber es gab auch Doppelhooks und Vierfachschläge. Es war eigentlich alles da. Also, der Fisch ist da, wir müssen keine Sorgen machen. Wir müssen nur fahren. Die letzten beiden Jahre, die waren ja sensationell, was ich gehört habe. Also, vor allem vor zwei Jahren. Ich glaube, ja richtig, vor allem du abgesahnt hier auf Rügen. Erzähl mal ein bisschen von deinen Fängen. Aber das war schon sensationelle Fänge. Und dieses Jahr ist es, denke ich mal, sehr durchwachsen mit dem Winter. Ja, ich glaube, du hast auch 1 oder 20 Kilo erwischt. Letztes Jahr, ja, über 20 Kilo. Ja, also davon kann man nur träumen von 1 oder 20 Kilo. Wie gesagt, der Rainer ist mein Freund. Wir haben uns auf den Kap Verden kennengelernt. Ist auch ein begeisterter Big Gamer. War eine schöne Tour. Aber wir möchten natürlich mal ein bisschen hier in unseren heimischen Gewässern fischen. Und der Lachs ist der König der Ostsee, was ich immer sage. Wir werden natürlich mit WFT-Produkten fischen. Wir fischen hier die Ozeanikrouten und werden hoffen, die Produkte mal ordentlich mal zu testen und mal zu schauen, was das Material aushält. Und würden sagen, wir füllen weiter, wenn wir hoffentlich den ersten Biss haben. Würde ich sagen, Petri heil und bis später. So, liebe Angelfreunde, das ist unglaublich. Wir sind gerade 10 Minuten am Schleppen mit Rainer. Schon ist der erste Lachs eingestiegen. Aber schon, das ist unglaublich. Das ist einfach nur geil hier auf Rügen, um Rainer zu fischen. Und mal schauen, was da für eine Klamotte rauskommt. Also herrlich. Wir haben herrliches Wetter heute, die Sonne scheint, der nicht so starken Wind. Und der erste Fisch hat gebissen.
dachte schon, eine Meerforelle sein. Lass uns mal überraschen, was da gleich aus der Tiefe kommt. Wir haben diese Route, die Köder am Daunringer befestigt. Also der Fisch hat in der Tiefe gebissen. Ich hatte gut Schnur genommen. Jetzt lässt er sich. Machen muss, sobald ein guter Fisch oder ein Fisch eingestiegen ist, muss natürlich die anderen Routen raus. Dass wir nicht die ganzen Routen packen, ne? Und dass uns dann der Fisch verloren geht. Professor. Wie gesagt, der Rainer hat das hier super im Griff. Super erfahrener Mann, schon jahrelang. Fischt auch viel in Kroatien, auch Ton. Und hat da auch schon seine 100 Kilo Fische gefangen. Wie gesagt, am Rainer an Bord seid ihr super aufgehoben. Das ist unglaublich. 10 Minuten gerade und der erste Fisch steigt ein. Also Wahnsinn hier. Wahnsinn. Ah, der ist noch ein ganzes Stück draus. Muss auch gleich kreischt die zweite direkt. Da haben wir keinen Kameramann mehr. Da wäre es ein zweiter Wein zu Hause, aber kein Kameramann mehr. Also sehr, sehr wichtig ist, immer Spannung. Immer Spannung, Spannung, Spannung. Heute Abend gibt es Lachsschnittchen. Sushi. Oder auch nicht. Oder Forellenschnittchen. Ja. Mehr Forellenschnittchen. Aber wie gesagt, das ist einfach nur dieses Lachsrollen auf Rügen ist einfach nur eine geile Fischerei. Da ist sowieso begeisterter Meeresangler. Es ist natürlich schön, dass man auch in deutschen Gewässern solche schönen Fische fangen kann. Ja, ja. Und der Fisch kommt langsam. Wunderschöner Fisch. So, letzten Meter. Oh, was für ein Fisch. Jawohl! Jawohl, was
Pack mal mit an hier, der geht gar nicht rein. Oh, jawohl! Ja, das geht sogar nicht. Ja, jawohl! Ja. Fischer, guck dir den Fisch an. Hau Bremse auf, bitte. Guck dir den Fisch an hier. Das nenn ich mal nur Lachs, Junge. Das war mein Einstand. Das ist ja wohl der Wahnsinn hier. Guckt euch dieses Kaliber an. Ja, ich guck mal raus, die Brosche. Ja. So, Angelfreunde, ist das ein Fisch? Der Fisch hat 1,15 Meter und 17,5 Kilo. Ja, das ist ein absoluter Traumfisch. Und vor allem ist auch gleichzeitig mein größter Lachs. Ja, mein Rekordlachs war 14 Kilo. Und dann wird mein Fisch geschlagen hier. Guckt doch solchen Fisch an. Ja, Leute, wenn man so einen Fisch fangen will, der kann sich gerne bei mir melden, bei Lino Mare. Also Wahnsinn, dieser Fisch. Ja gut, wir möchten weiter fischen. Petri Heil, schönen Dank an das Team hier. Das Team hat super mitgearbeitet. Wahnsinn. Und hoffen, dass wir vielleicht noch diesen Fisch hier toppen werden. Bis später, Leute, wenn wir den nächsten dran haben. So, liebe Angelfreunde. Wir haben unseren zweiten Lachs. Peter ist an der Route. Peter ist dran. Und mal schauen, was wir da rausholen. Wir haben ja schon heute einen sensationellen Fisch gefangen. Von 17,5 Kilo. Und der Peter ist hier schwer am Pumpen. So, der Rainer, der holt die anderen Routen rein. Was da gleich aus der schönen Ostsee rauskommt. So, die anderen Downringer-Routen sind alle raus. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sofort die anderen Routen rauskommen, damit nicht der Fisch in die anderen Routen reinschwimmt und somit, dass dann der Fisch verloren geht. Man muss also gucken, dass man mal eine sehr hohe Ausbeute, eine Bissausbeute bekommt. Das heißt, man wirklich nur 2-3 Bisse am Tag bekommen, dass man auch diesen Fisch dann rausholt. Aber wie gesagt, das ist Angeln, das ist Sport. So. Komm mal hier rüber mit der Route. So, ich muss mal rüber. Ja. So, da sehe ich auch schon den Flächer, der vorgeschaltet ist. Da kommt der Flächer. Und direkt dahinter kommt der Lachs. Ich sehe die Flosse vom Lachs schon. So, der Rainer macht sich bereit zum Keschern. Und fängt jetzt an, die Dorf, die wir gefangen haben, von der Grede zu befreien. So, der Fisch nimmt wieder Schnur. Die sind für Willi. So, wann fahrt er ran und wann soll er wo essen gehen? Also, so wie ich das mitgekriegt habe. Da kommt er. Wir gehen mal, dass wir jetzt noch ein bisschen an. So, da ist. Da ist das Gold der Ostsee. So, wir sind gespannt, wie groß der Fisch ist. Auf jeden Fall ein herrlicher Fight. Peter, der freut sich natürlich, weil wir haben sehr, sehr lange auf den zweiten Biss gewartet. Ah, es ist auf jeden Fall Lachs und keine Meerforelle. Jawohl, da ist er! Jawohl! Und ein schöner Fisch! Jawohl! Zack!
So, das Leute, und da haben wir wieder einen schönen Lachs hier. Und wieder ein schöner, herrlicher Fisch. Und bremse auf. Das ist Wahnsinn. Guck dir diesen Fisch an. Herrlich, herrlich. So, da ist der stolze Fänger. So, Peter, der Bann ist gebrochen. Ja, erstes Niveau. So, liebe Angelfreunde, da ist der zweite Lachs am heutigen Tag. Peter musste lange darauf hoffen. Wir haben zwar einige Hornhechte natürlich gefangen, noch zwischenzeitlich. Die sind aber nicht wert, sind natürlich zu voll. Wir sind da, bezüglich dem Lachsfischen sind wir hier. So, und der Peter hat hier wunderbaren Fisch gefangen. Circa 8 Kilo. Kann auch ein bisschen mehr sein. Auf jeden Fall Lachs. Lachs ist Lachs. Schön. Hier haben wir nochmal den großen hier. So, lieber. Nein. Oh, ist noch dran. Zum Glück, ey. Ich habe uns gerade auf das Boot zugeschwommen. So, lieber Freund, alle Freunde. Und da hat er schon einen Lachs gebissen. Der Lachs hat sehr gut Schnur gezogen. Da weg. Scheiße! Ja, liebe Angelfreunde, unser Angelurlaub, unser Wochenende ist vorbei. Rügen verabschiedet sich von schönsten Sonnenschein von uns. Das Meer war auch heute sehr ruhig. Wir haben einen sehr schönen Tag auf der Ostsee verbracht vor Rügen. Haben leider, wie gesehen, sehr, sehr großen Lachs heute verloren. Hatten noch einen Biss, der leider nicht hing. Und haben natürlich noch einige Hornhechte als Beifang gefangen. Wie gesagt, wir möchten den Leuten raten, die hier nach Rügen kommen, Lachs trollen, bitte nicht nur einen Tag. Ja? Es wurden gestern sehr viele Lachse gefangen und heute wurden leider sehr wenige Lachse gefangen, obwohl die Wetterverhältnisse konstant waren. Und deswegen möchte ich sagen, dass ihr Minimum 2 Tage hier am besten fischt. Ja, beim Rainer möchten wir uns erstmal veranstalten. Danke Rainer für die super Betreuung hier. Wir empfehlen den Rainer natürlich jederzeit wieder. Und diejenigen, die gerne beim Rainer mal fischen möchten, die können sich auch gerne bei Lino Mare wenden. Die Kontaktdaten werden später im Film eingeblendet. Und wie es heißt, Petri Heil, dicke Fische, euer Lino Meyer von World Fishing Tackle. Und bis zu meinem nächsten Film.